Jo, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ich möchte noch was anmerken, und zwar, ich weiß nicht, woher das Rauschen kommt. Ich kann es auch irgendwie nicht abstellen, oder ich weiß nicht, zumindest nicht wie. Ich hoffe, das geht irgendwie weg, weil ich habe sonst nirgendwo das Rauschen. Außer irgendwie beim Aufnehmen. Also, oder sollte es jetzt da sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er wieder weg. Naja, dann geht's mal weiter. Wir haben letztes Mal das Tutorial fertig gemacht. Und jetzt machen wir mal mit gestrandet weiter. Wenn das hier ein Trainingslager ist, dann frage ich mich, wer die ganzen Kannibalen und Massenmörder in Fake-Kostüme gestellt hat und ihnen scharfe. Okay. Geworden? Ja, oder ich bin's. Wer weiß. Vielleicht stapfe ich gar nicht täglich durch die Pampa und grille mein Fleisch über offenem Feuer. Vielleicht sitze ich in einer gepolsterten Zelle und werde täglich mit Suppe gefüttert. Andererseits, was, wenn ich nicht für dich übergeschnappt bin? Wenn noch nur Ada hier wäre. Moment mal. Sie muss etwas gewusst haben. Sie muss alles gewusst haben. Wieso hat sie mich dann hierher gebracht? Wieso hat sie mich gerettet? Und wieso hat sie mir nichts über diese Welt gesagt? Von wegen Viking Park. Dass sie es eher Albtraum nennt. Naja. Oh, jetzt kommt der. Die Sequenz nochmal. Überspringe ich das mal. Sie sind an einer unbekannten Insel angespült worden. Erkunden Sie die Gegend und suchen Sie nach Stina und Bela. Ach ja, das lag daran, dass ich hier ein neues Konto erstellt habe. Hier unten, Mr. Asker 70. Kommt, ich gehe vor. Was ist denn das für ein Biest? Ich hoffe, da leckt jetzt nichts. Dann reden, bitte! Sie haben eine neue Aufgabe bekommen, die Sie lösen müssen. Um mehr über die Aufgabe zu erfahren, schauen Sie in Ihr Questlog. Sie dürfen nicht Moment. Entkommen. Nehmen wir es auf hoch und das auch auf hoch. Ja, dann lasse ich das so mal. Dann müsste es eigentlich mit diesen FPS-Zahlen. Kommt der auf einmal her? Du musst das Nest vernichten, bevor noch mehr von ihnen auftauchen. So. Ja. Oh, ich kann Kau gleich aufstufen. Okay. Das war sehr mutig von euch. Danke für die Hilfe. Was war das für ein Monster? Später, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss zurück. Schließt die Tore! Haltet sie auf! Sie dürfen nicht entkommen! Ja, das Kämpfen hier eigentlich jemals auf? Nein. Da lang! Yippie! Ja! Platz da! Kommt! Ihr habt gut gekämpft! Ich danke euch für die Hilfe, fremder Krieger. Ach, das war mir ein Vergnügen. Da ist allerdings noch etwas. Meine Begleiter sind verschwunden und ich muss sie unbedingt wiederfinden. Dann solltet ihr den Angreifern folgen. Immer wieder verschleppen sie Krieger meines Stammes. Vielleicht halten sie auch eure Gefährten gefangen. Also gut, ich werde eure Brüder und Schwestern befreien. Hoffentlich auch meine Freunde aufspüren. Okay. Die Krieger haben sich ihnen angeschlossen. Sie unterstützen sie bei der Suche nach Stina und Bela, wenn sie ihnen dafür gegen ihre Feinde helfen. Sind die Kerle, die eure Leute entführt haben? Wenn wir von hier aus angreifen, entdecken sie uns sofort. Dann sollten wir versuchen, ihnen in den Rücken zu fallen. Moment. Es ist eine sehr sachenhochstelllastige Folge. Weil ich hoffe, man hört mich ja auch richtig. Mann, Mann, Mann. Dieses Ding könnte uns noch sehr nützlich sein. Okay. Bei den Göttern, ich fühle unbändige Energie in mir. Scheint es wirklich in sich zu haben. Ich gehe vor. Ja. Die Position ist ideal. Mit einem Angriff von dieser Seite rechnen sie nicht. Yippie!
dem Weg. Und los. Racken. Bitte helft uns. Schafft uns die Barbaren vom Leib. Und los. Ich mag das. Ihr habt uns das Leben gerettet. Wir stehen in eurer Schuld. Okay. Das ist ganz gut. Ich kann eure Hilfe im Kampf gegen die Barbaren wirklich gut gebrauchen. Speerwerferinnen sind besonders effektiv im Kampf gegen Tiere. Okay, da kämpfen zwei Smilodons. Stina, alles in Ordnung? Hier ist ein süßer kleiner Osmi und ein Rudel großer, böser, hungriger Smilodon. Brauchst du Hilfe? Die Speerwerferinnen werden als Unterstützung ausreichen. Okay. Stina muss mit den Speerwerfern diese Aufgaben alleine erledigen, da Cole sie im Moment nicht erreichen kann. Ja. Bin unterwegs. So, jetzt habe ich sie mal aufgestuft. Bin unterwegs. Stina erhält auf Stufe 2 eine neue Fähigkeit, die Speerwerferinnen in ihrer Nähe einen Rüstungsbonus verleiht. Sind da nicht noch mehr von diesen Smilodons? Ja, allerdings. Ich werde sie ausschalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können. So, sie geht als Tank hin. Sie macht jetzt mal ein bisschen Tank. So, ein bisschen Tanker. Ich bin dabei. Klappt sie dir! Oh, wieder einer mit seiner Axt hier ein bisschen Bergbau betreibt. Ganz schön gezeigt. Man muss nur ihre Schwachstelle. Wirf aus dem Kleinen. Das ist meine Schwachstelle. Der bleibt bei mir. Ja, das ist die Pharao. Lasst uns kämpfen. Der gute alte Pharao. Oder wie ich ihn auch nenne, den guten alten Sergeant Pharao. Oh yeah. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ich höre. Dieser verflixte Polarstern. Entweder hier gibt es keinen oder es gibt zwei. Wo zum Teufel bin ich? Hey, nimm die Pfoten weg. Kannst du was sehen? Einige Käfige mit gefangenen Nordmännern. Und Bela. Dann lass uns raushauen. Jetzt oder nie. Komm schon. Komm schon. Ja. Okay, gut. Bela ist auf sich allein gestellt, da Cole und Stina das Tor weder öffnen noch zerstören können. Sie sollten versuchen, die anderen Gefangenen zu befreien. Meiden Sie direkten Feindkontakt.
bis sie zumindest einen Teil der Truppen unter ihrer Kontrolle haben. Stufen wir ihn mal auf. Ich mach das. Komm, komm noch auf Stufe 3. Wenn ein Held die dritte Stufe erreicht, erhält er Zugriff auf eine Spezialfähigkeit, die man über das jeweilige Sniper-Schuss ausführen kann. Danke, dass du uns befreit hast. Was sollen wir jetzt tun? Gemeinsam werden wir diesen Waren kräftig einheizen. Macht euren Bogen bereit. Sehr präzise. Velas Fähigkeiten Stufe 2 sind sehr hilfreich. Sie erlauben es, Bogenschützen in seiner Nähe 10 Meter weiter zu schießen. Damit können sie die Wachen aus sicherer Entfernung ausschalten. Die Gefangenen sind entkommen! Tötet sie! Ein Überfall! Wie sind die Kerle hier reingekommen? Bela kann ab der dritten Stufe einen Sniper-Schuss ausführen, der einem einzelnen Gegner großen Schaden zufügt. Ungefähr die Hälfte an Leben. Um diesen Schuss einzusetzen, wählen Sie das entsprechende Symbol in Belas Aktionsmenü und klicken mit der linken Maustaste auf einen Gegner. Genau getroffen. So, dann machen wir mal den Nahkämpfer platt. Ach was, man hat die auch bewaffnet eingesperrt. Das sind Gefangene und die sind bewaffnet. Genau getroffen. Tja. Und ja, wir haben jetzt ungefähr für 1.25 Uhr gerade. Mehr als präzise. Also nehme ich hier gerade ein bisschen spät auf. Ah, es sieht so aus, als wäre dieses Lager jetzt fest in unserer Hand. In Ordnung, es ist soweit. Ihr könnt rauskommen. Wir haben alles unter Kontrolle. Okay. Das ist gut. Wie Cole rückwärts läuft. Zum Moonwalk. Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt sind wir wenigstens wieder beisammen. Freunde, wir sollten als nächstes den Rest der Insel erkunden. Aber nehmt euch in Acht vor den Barbaren. Es ist ein großer Stamm und ihr habt nur sehr wenige von ihnen besiegt. Dann sollten wir auf der Hut sein. Die okay. Reparatur von Gebäuden verbraucht ebenfalls Rohstoffe. Da ihre Vorräte im Augenblick nicht ausreichen, um alle Gebäude zu reparieren, müssen sie zuerst ihre Wirtschaft in Gang bringen. Sie sollten mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Armee beginnen. Während diese fertiggestellt wird, sollten sie die Insel weiter erkunden. Außerdem müssen sie mit Angriffen ihrer Gegner rechnen. Okay. Da würde ich sagen, dann baue ich gleich mal einen Hafen. Der sammelt Nahrung. Geht's los? Nächste Aufgabe. So, Bela, du gehst dahin. Ein Bogenschütze. Zwei Axtkauer, weil das Tor muss ja geschützt werden. Und zwei Speerwerferinnen. Pfeile gespitzt. Was hältst du von russischem Roulette mit Pfeil und Bogen? Soll ich mal versuchen, dir einen Mit einem Fischerboot können sie Fische fangen und sich so eine weitere Nahrungsquelle erschließen. Dazu müssen sie ein Fischerboot zu einer Stelle im Meer schicken, an der sich ein Fischschwarm befindet. Mein Bogen ist gebogen. Was hältst du von russischem Roulette mit Pfeil und Bogen? Ach so. Ja? Er sagt dann bloß wieder dasselbe. Was gibt? Nein, du hörst hör auf zu reparieren. Und was sagen sie, die Axtkrieger? Moment, da hinten wird angegriffen. Was? Ja. Nur meine Axt ist schärfer als meines. Tore können sich im Kampf als Schwachstelle erweisen und sollten entsprechend gesichert werden. Zum Beispiel mit Bunkern. Das könnte funktionieren. Mehr als präzise. Oh, da kommt gleich die nächste Welle, das ist schlecht. Genau getroffen. Guter Gedanke.
mehr als präzise. Die greifen jetzt erstmal das Tor an. Okay. Das Tor macht hier ein bisschen Tank. So, Tank-Action und so. Dann baust du mir mal hier eine Hütte hin. Ob sie ein Gebäude an einer bestimmten Stelle errichten können, erkennen sie an der Farbe. Ist das Abbild des Gebäudes grün, kann es platziert werden. Ist rot, müssen sie einen anderen Bauplatz suchen oder das Gebäude drehen. Büsche, Unterholz oder Ruinen stören den Aufbau nicht. Sie werden beim Bau entfernt. Mehr als präzise. Greifen die gleich zweimal nacheinander an. Muss sich Bela aufstufen, um den zu heilen. Kohl kann ab der dritten Stufe seine Schrotflinte ansetzen, die sehr viel Schaden bei allen Gegnern nach der Reichweite verursacht. Um einen Schuss abzufeuern, wählen Sie das entsprechende Symbol im Kohls Aktionsmenü und klicken dann mit der linken Maustaste auf den Gegner, der das Zentrum des Schusses ablegen soll. So, bauen wir zwei Fischerboote. Und dann mal ungefähr so hier eine Kaserne, würde ich sagen. Dahin, oder? Ja, das passt. Ich glaube mal, das würde passen. Nee, mit der Nele. Ach, jedem Rohstoff 200. Jetzt greifen die schon wieder da oben an, lol. Ja, bitte. Arbeiter. Was gibt's? Stina kann ab der dritten Stufe Tiere und berittene Einheiten hypnotisieren. Dafür wählt man das entsprechende Symbol in Stinas Aktionsmenü und klickt dann mit der linken Maustaste auf eine gegnerische Einheit. Diese legt sich anschließend für eine kurze Zeit auf den Boden und bleibt auch dann liegen, wenn sie abgegriffen wird. Ah, ich habe das Einheitenlimit erreicht. Du baust mir hier dann mal eine Hütte. Und am besten gleich mal hier noch eine kleine Tierfarm. Du hilfst. Gut. Und du hilfst mir auch mal. So, jetzt helfen die beiden da mal mit. Das ist doch passend. Und das geht auch sehr gut. Und je nach Epoche kann ich hier dann Einheiten machen. Also wie man hier sieht, ich bin Epoche 1. Und man kann hier auch nur Axtkrieger machen, momentan. So, ihr werdet ja, du fährst mit da hinten Holz, du auch, und du arbeitest da. Oh, ich kann schon. Hier, nächste Epoche. Wobei, du reparierst einfach mal. Währenddessen müsste eigentlich fix gehen. Müsste eigentlich recht idefix gehen. Oh yeah. Jetzt kenne ich meine Axt da. Einfach mal reinzoomen. Das ist ziemlich detailreich. Früher war das bei mir nur so detailreich, wenn hier irgendwelche Videosequenzen waren. Wie sie denn streichelt und kuschelt.
Dann machen wir mal zwei Streitwagen. Oder eher gesagt Wegen. Und zwei Kampfkeiler. Oh, mir fehlt Nahrung. Die müssten mir echt ziemlich schnell Nahrung bringen. Ja, bitte. Repariert da mal. Ja, bin bereit. Nur meine Axt ist schärfer als meine. Oder glaubst du, ich ertrag das nicht an? Wenn du mich dauernd anlagst. Nur meine Axt ist schärfer als mein Verstand. Finde ich richtig genial. So. Ach. Da. Dahin. Na los. Ich höre. Guck mal, was haben die sozusagen eigentlich? Ich höre. Was ist? Nein, ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Nein, ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Welchen Teil genau von nein hast du nicht kapiert? Nein, ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Okay. Was hast du vor? Eine Kluge. Ich mach dich. Gegen was sind Kampfkeiler effektiv? Kampfkeiler. Ach, die sind gegen alles außer Gebäude effektiv. Die sind etwas uneffektiv gegen Gebäude.